Und wenn du mal an die Stelle kommst, wo du sagst, mit der Geduld läuft es nicht so, dann stell dir wirklich vor, wie Babys im Mutterleib auch ihre Zeit haben, um wachsen zu dürfen, um wachsen zu können. Und damit der Prozess, die Transformation stattfinden kann, braucht es einfach seine Zeit. Guten Morgen bei Herzkanal. Guten Morgen bei da. Sei du selbst. Sei du selbst. Und du siehst hier so einen klitzekleinen Ausschnitt unseres Logos, nämlich die Liebe in verschiedenen Sprachen in einem Kreis geschrieben. Und heute ist ein kleines Thema dran mit großer Wirkung, nämlich die Geduld. Die Geduld steht heute auf dem Plan, da wir immer wieder feststellen, dass die Geduld aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Und ich habe mal gegoogelt, was so bei Wikipedia beim Thema Geduld steht. Da muss ich mir einen Zettel sogar nehmen, damit ich es gut ablesen kann. Also Geduld ist ein ruhiges und beherrschendes Ertragen von etwas, was unangenehm ist oder sehr lange dauert. Und jetzt frage ich dich, wenn du mitten in einem Prozess stehst, hast du Geduld? Wenn du ein Projekt hast, zum Beispiel wenn du ein Haus baust, na, das ist auch ein Projekt, hast du da Geduld? Frag dich das mal. Und ich möchte dir jetzt mal sagen, die Antwort wird mit Sicherheit zum größten Teil nein sein. Weil wer hat schon total Geduld? Wenn wir uns auf etwas freuen, dann möchten wir das gerne haben. Und wir arbeiten darauf hin und geben alle Kraft und Energie da rein. Und dann ist die Geduld immer das, was so auf der Strecke bleibt. Und alle Coaches, alle Heiler, alle spirituellen Berater, auch wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung weit vorangeschritten sind, glaubt mir, es gibt so viele, die keine Geduld haben. Und ich habe auch nicht immer Geduld. Weil wenn ich mich auf was freue, dann will ich voranbrechen und möchte, dass es vorangeht. Und dann kommt natürlich auch die Logik. Ihr kennt alle, wenn du einen Baum pflanzt oder wenn du ein Feld besäen willst, dann hängt so viel von den Schritten vorher ab. Das heißt, du säst und alles im Umfeld ist dafür verantwortlich, wie gut deine Ernte wird. Und in inneren Prozessen ist das auch so. Du bist in einem Prozess und jeder innere Prozess ist wie eine Transformation, ein Geburtsprozess. Und wenn du dir da auch den Vergleich holst, ein Baby braucht 10 Monate, um im Mutterleib zu wachsen, dass alle Organe sich entwickeln können, dass alle Extremitäten sich entwickeln können. Und wenn das Baby vorher auf die Welt kommt, gibt es viele Maßnahmen, die heutzutage Gott sei Dank getroffen werden können, damit Wachstum weiter entstehen darf. Und genauso so ist das auch in inneren Prozessen. Da rüttelt und schüttelt das manchmal und du fühlst dich emotional total hin und her geworfen und mal fühlst du dich gut, mal fühlst du dich traurig, mal bist du wütend und du suchst so nach dem Warum. Warum ist das jetzt so? Warum fühle ich mich? Weil wir doch alle total gerne haben, wenn es uns gut geht. Und gerade wenn wir um Herzensangelegenheiten reden, dass es um Herzensbusiness geht, wie sehr wollen wir manche
Prozesse haben, dass es einfach nur gut geht, dass wir strahlen können. Und dann bist du enttäuscht, wenn es gar nicht immer so läuft, wie es in deiner Vorstellung ist. Und mit einer gesunden Portion Geduld, ja, ist dir schon sehr viel geholfen. Mir ist früher der Satz so begegnet, Geduld hat man nicht. Geduld lernt man durch Erfahrung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Je mehr Erfahrung du sammelst, umso mehr weißt du tief in dir, hey, du musst geduldig sein. Es bleibt dir einfach nichts anderes übrig. Und wenn du mal an die Stelle kommst, wo du sagst, mit der Geduld läuft's nicht so, dann stell dir wirklich vor, wie Babys im Mutterleib auch ihre Zeit haben, um wachsen zu dürfen, um wachsen zu können. Und damit der Prozess, die Transformation stattfinden kann, braucht es einfach seine Zeit. Ich hoffe, du kannst mit dem Beispiel was anfangen und ja, es gibt Menschen, die haben sehr viel Geduld in einem bestimmten Thema, dann fehlt es in einem anderen Thema an Geduld. Und ja, wenn du total freudig in was drinnen steckst, dann weißt du, dass Geduld dazugehört und du weißt, dass bestimmte Schritte erfordern müssen dürfen, wenn du es willst. Und dass das alles dazu gehört. Das gehört alles dazu zu deinem Weg, wenn sei du selbst, ja, wenn du auf der Suche bist nach deinem Selbstwert, wenn du dich entwickeln möchtest und wenn du endlich du sein willst. Ja, das war so mein kleiner morgendlicher Abschnitt zum Thema Geduld. Und morgen steht auch schon ein Thema auf dem Programm, nämlich die Bewertung, die Beurteilung und weshalb das so schön ist, einen Schuldigen zu haben. Weshalb das für manche so klasse ist, einen Schuldigen zu haben. Und das steht morgen auf dem Programm. Ja. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn du viele Kommentare schreibst, wenn du Fragen hast, schreib uns gerne eine PM oder eine E-Mail. Und jetzt hab einen geduldigen, schönen, herzlichen, kraftvollen und lichtvollen Tag. Lasst uns gemeinsam strahlen, deine Alexandra. Tschüss!